Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Weiß. Ja, im letzten Mal sind wir hier in das Wüstenresort hineingegangen, haben noch kein einziges neues Pokémon gefunden, was eigentlich Jammer ist. Denn ich muss diese Folge auf jeden Fall die drei Pokémon, die ich noch nicht gefunden habe, einfangen, bloß noch in die Ruine gehen und dort das Pokémon finden, was uns noch fehlt. Guck auch gerade. Was fehlt denn eigentlich noch? So im alten Palast, also gesagt. Was finden wir eigentlich da? Da finden wir auf jeden Fall. Ja, zu 50% das Pokémon, was ich brauche, das reicht schon. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Hier ist es wichtig, die anderen drei Pokémon zu bekommen. Aber erstmal schauen wir uns herum. Denn wir waren noch nicht fertig. Wir finden mir eine Herzschippe. Was ich noch machen müsste, ist hier. Wir finden noch mal ein ET. Das sieht gut aus. Und ein Hydrant. Alles klar. Gut. Sind das für Statuen? Anscheinend eine Pokémon-Statue aus längst vergangenen Zeiten. Okay, eine Pokémon-Statue. Ich werde einmal hier hineingehen. In den Turm. Oder in die Ruine. Okay. Alter Palast, da kann ich leider nichts machen. Dann geht in die andere Ruine. Und zwar hier hinein. Alter Palast, wie gesagt. Über den tückischen Treibsand solltest du besser Bescheid wissen. Wenn du mitten durchspazieren willst, fällst du sofort hinunter. Selbst wenn du versuchst, mit Schwung durchzulaufen, bist du in den Strudel gezogen und fällst genauso hinunter. Oh, komm. Sprich, ich muss langsam laufen, nicht mit Volkarache laufen. Nein. Gibt es hier 50% und das Pokémon, was ich eben noch benötige. Ah, Simpulara. Simpulara gibt's außerhalb des alten Palastes. Also im Innenbereich des Wüstenresorts gibt's Simpulara. Das muss ich auch noch irgendwann fangen. Aber wir machen erstmal Knirscher und mal schauen, wie hier es abzieht. Auch wenn es ein Lichtschild einsetzt. Okay, gegen spezielle Attacken. Interessiert mich nicht. Wait. Ich dachte, ich gegen spezielle Attacken, nicht gegen physische Attacken. Wow, ein Volltreffer. Okay. Kann hier nur... Somnium wäre auch noch machbar gewesen. Aber hier setzen wir einfach mal einen Metallkauer an. Weg mit dir. Dieses Pokémon ist wirklich extrem stark, muss ich sagen. Ah, dafür kriegen wir auch die entsprechenden EPs, Gott sei Dank. Gut, dann heißt es das erste Mal einen Beleber einsetzen. Falsche Seite. Beleber. Wir haben hier zum Glück zwei bis jetzt gefunden. Es tut mir leid, Terebal. Wollte ich nicht opfern.
Lass mal heilen hier, meine ganzen Pokémon. Oh, kein Supertrank mehr. Alles klar. Dann kämpfen wir noch gegen den hier. Gegen den. Und schauen mal, was die für Pokémon hat. Fleckneu, Level 23. Aber jetzt die Bar. Herzstempel. Macht natürlich nicht so viel. Wow, ist klar. Volltreffer wieder mal. Ist klar. Wir machen nur einen sehr effektiven Move. Nur. Fleckneu ist natürlich schneller als unser J-Park. Ist klar. Und vernichtet uns schon wieder fast. Ist klar. Komm, ja. Aber da sind wir doch schneller und eine sehr effektive Attacke. Komm. Komm, aber jetzt. Auch nicht One-Shot. Wir sind ein Level höher, wir setzen sehr tiefe Attacken ein. Und die Dinger sind nicht mal One-Shot. Wahnsinn. Dale Park, ich bin sehr enttäuscht von dir. Schäm dich. Gut. Dale Park ist so oder so ja nicht unser Hauptbestandteil des Teams. Aber trotzdem, schäme dich. Mein hier Tafelwasser? Ja. Okay, ich habe zwei Fossilien bei mir. Aber die werden mir jetzt schwer. Nimm dir doch eines der beiden. Du würdest mir einen Gefallen tun. Ja, hier kann man sich entscheiden, Schildfossil oder Federfossil. Ich werde natürlich hier das Federfossil nehmen, beziehungsweise es ist egal, denn ich werde so oder so das andere Fossil irgendwann so oder so noch fangen. Also werde ich das Schildfossil hier mitnehmen. Ja. Möchte er trainieren? Nein. Rena, weiter vorn ist so viel Sand. Du kommst. Ah, da kommst du nicht weiter. Okay. Ich räume ihn schnell aus dem Weg. Gedulde dich etwas. Ah, okay. Wir können also hier nicht runter. Dann heißt es irgendwann später. Dann gehe ich mal hier runter. Vielleicht kommen wir hier weiter. Also hier finde ich ein Item. Elixier. Okay. Und wir finden das Pokémon, was ich brauche. Ein Makabaya. Sehr schön. Habe ich noch einen Flottball? Oder so? Nein, aber wir probieren es mal mit dem Superball. 1, 2, 3. Klasse. Makabaya wurde gefangen. So. Natürlich keinen Spitznamen geben. Und wir finden hier ein Beleber, was ich natürlich verloren hatte gerade eben. Finde ich wieder. Ja gut, da hier nur Makabaya und Ganovil existieren hier drinnen, werde ich hier natürlich gleich rausgehen und im Wüstenresort außerhalb, also im Bereich, gucken, was wir dort so Schönes noch finden an Pokémon. Ich hoffe, dass die Pokémon, die ich noch nicht habe, so schnell kommen wie so möglich. Auch wenn zu 5% nur das eine Pokémon hier auftaucht. Und zwar Simpulara. Ja. Hoffe ich doch, dass es relativ schnell auftaucht. Sonst muss ich irgendwann offscreen
Zügen sowas, nicht offscreen, sondern so eine Trainingssession, nochmal hier hingehen und das Simulare doch noch irgendwann fangen. Ja, das will ich nicht. Bis jetzt fangen. Mach das Ganze mal hier und ich hoffe, dass hier die Pokémon, die ich hier fangen kann, kommen. Ja. Und nicht nur jetzt die ganze Zeit gerne willkommen. So, komm. Kommt ihr drei Pokémon? Ah, da ist doch schon ein Pokémon. Ein Little Myth. Wir machen hier mal das. Lass mal ein bisschen Damage. Und verteilen. Cool. Mir schon wird doch immer der Tisch eine Variante. So, Steinpolitur kannst du machen. Wir setzen uns Superball ein. Haben ja noch 11 Stück. Passt also. Nick, Little Myth wurde gefangen. Hervorragend. Spitznamen geben? Nein, will ich natürlich nicht. So, jetzt fehlen hier nur noch zwei Pokémon. Und natürlich Little Myth wieder. Ich habe die Vermutung, wenn man Pokémon fängt, ja, die wirklich relativ wenig Prozente hier haben zum Auftauchen, dass die dann öfters kommen als gewöhnlich normalerweise. Kann das so sein? Dass man, wenn man jetzt 5% Pokémon einfängt als erstes, dass die häufiger kommen als die mit 10% zum Beispiel. So habe ich die Vermutung zumindest. Bin mir natürlich unsicher, aber könnte auch theoretisch aus möglich sein. Theoretisch. Bin mir natürlich nicht sicher, aber meiner Meinung ist es so, dass es wirklich öfters dann auftauchen als gewünscht. Naja, wenn jetzt wirklich Little Myth öfters auftaucht als Maracamba, uns ja auch noch fehlt, dann ist es wirklich so. Ich bin mal gespannt, ob hier unser erstes Shiny-Pokémon irgendwann mal auftaucht. Vor allem, wann es als erstes auftaucht. Ob nun On-Cam oder Off-Cam. Auf jeden Fall fange ich es. Ja. Und ich werde keinen Cheat dafür einsetzen. Ich könnte einen Cheat einsetzen, dass Shinies auftauchen. Würde ich aber natürlich nicht machen. So, da ist natürlich Maracamba. Damage mir auch mal ein bisschen an. Ich bin mir unsicher. Sollte ich da Knirsche einsetzen? Ich denke hier weniger. Obwohl doch. Ein Knirsche sollte es aushalten. Ja, passt. Cool, Maracamba ist das Typ Undicht Pflanze oder? Ich bin mir gerade unsicher. Was war das denn? Das ist nur ein Typ Pflanze? Hatte das noch Typ Undisch dazu? Werden wir ja jetzt sehen. Ob es Typ Pflanze Undisch war oder nur Typ Pflanze war. Und es war nur Typ Pflanze, okay. Natürlich keinen Spitznamen geben. Dann fehlt uns nur noch das Simpulara. Ich hoffe, dass es relativ schnell auftaucht. Sonst müsste ich hier rausgehen und
irgendwann mal das Simulacra entweder beim Training holen, wenn ich meine anderen Pokémon trainieren möchte, die noch wirklich hinterherhängen, werde ich ja wahrscheinlich machen. Irgendwann. Mal schauen, wann. Vielleicht schon vor der nächsten Arena-Leiterin. Also vor in Rayon City, sag ich mal, gibt's den vierten Orden. Einige wissen ja, was der vierte Orden ist oder was da für Pokémon kommen. Da werde ich auf jeden Fall schon mal so oder so trainieren müssen. Ob offscreen oder on cam. Auf jeden Fall da wird trainiert und da kommt sogar Simfolara. Gott sei Dank. Sonst hätte ich gesagt, da werde ich auf jeden Fall Simfolara einfangen. Aber nein, muss ich nicht. Gott sei Dank. So, wir haben noch einen Tackle. Ich hoffe, dass es überlebt. Ein Tackle. Überlebt es. Easy. Wir hätten einfach mal Superball werfen müssen. Hoffen, dass es drin bleibt. Ah, sehr schön. Also Sheets habe ich nicht an, dass ich 100% alles einfangen kann. Kann ich jetzt schon sagen. Es ist wirklich Glück. Ja. Es ist wirklich Glück. Dass ich direkt es eingefangen habe. So, jetzt kann man hier rausgehen. Kurz brauchte ich gar nicht mal. Das ist komisch. Ich habe wirklich gedacht, dass ich hier öfters Schutz brauche. Naja, anscheinend eher weniger. Wir lassen uns nochmal heilen. Und den Arzt. Gehen natürlich dann weiter Richtung Rayono City. So, Route 4. Usch. Das klingt so fantastisch. So, der Durchgang. Professor Escher wollte ja mit uns reden. Huhu, juhu. Komm doch mal hier rüber. Mach mir. Also, als ich Camilla neulich über Elektro-Pokémon ausgefragt hat, musste ich an euch denken. Deswegen bin ich hierher, auch hier. Deswegen bin ich auch hier. Ich habe dann nämlich etwas für euch in petto. Da werdet die Augen machen. Hier schön, für dich. Und du bekommst natürlich auch etwas, Ju. Ein Hyperball. Wahnsinn. Hyperball. Nein, gut. Meisterball wäre mir lieber gewesen. Was? Was? Wenn ihr auf ein Pokémon trefft, das ihr gern an eurer Seite hättet, dann setzt auf jeden Fall einen guten Ball ein. Er darf auch euch dafür nicht zu schade sein. Man weiß nie, ob man genau so einen Pokémon später noch einmal begegnet. Zum Beispiel Shinies. Es mag jetzt vielleicht ein wenig komisch klingen, wenn das von mir kommt. Immerhin war ich es ja, die euch aufgetragen hat, eure Pokédex zu vervollständigen. Aber ich möchte euch gerne das hier, dass ihr Spaß auf euren Reisen habt. Hört ihr? Hoppla. Das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass ihr euch nicht mehr um euren Pokédex kümmern sollt. Das sollte klar sein, oder? Also, ich muss jetzt zu Bett. Ja, macht es mal. Wir werden auf jeden Fall den Pokédex hier in Einhall oder den Einhall-Pokédex auf jeden Fall
vollständig machen. Und ja, bevor wir unsere große Reise angetreten haben, hat Professor Escher uns ja die Pokémon und den Pokédex gegeben. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie deine und Bells Bruder Professor Escher genau darum gebeten haben, damit wir etwas von der Welt sehen. Also, die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich hab's. Vielleicht freut sich Professor Escher, wenn wir versuchen, auf Route 4 die Pokémon zu fangen. Die habe ich schon. Die uns bisher entgangen sind. Die habe ich schon. Sharon, die habe ich schon gemacht. Gott sei Dank. Gut. Ein Blick auf die Leuchtschriftanzeigetafel und man weiß über Rayono City Bescheid. Bescheid, danke. So, willkommen in Rayono City. Juhu. Dann gucken wir mal. Oh, ein Plasma. Gestehe, alter Mann. Wir wissen, dass du ein Pokémon-Pension betreibst. Dachtest du etwa, das würde Team Plasma entgehen? Wir nehmen den Menschen ihre Pokémon weg und ihnen. Und in deiner Pokémon-Pension hast du bestimmt jede Menge davon. Die gibst du uns jetzt alle. Das ist doch verrückt. Du siehst wie ein starker Trainer aus. Bitte, du musst mir helfen. Mach mir doch. Wenn du dich uns in den Weg stellst, nehmen wir deine Pokémon ab. Ja, mach das mal. Kannst du lange drauf warten. Ja, Rayono City, ich sag mal nichts dazu. Guck mal da, ist ja nicht schlecht, aber ich glaube, mein Terabark ist ein bisschen stärker. Würde ich so behaupten. So, ich muss erstmal gucken, was hier wirklich in Rayono abgeht. Wir hier wirklich sehr viele Kämpfe haben, aber anscheinend hier weniger. So, unsere Tytox. Da hätte ich einen Boden-Pokémon einsetzen sollen. Und war unser Rotomorph. Aber erstmal egal. Du kannst ja Duplex ziehen, wie oft. So oft wie du willst. Das nützt ja auch nichts. Gut, dass unsere Tytox so schlecht ist. Ich bin mir unsicher. Wann kommt unsere Tytox? Und wann muss ich es fangen? Das ist die große Frage. Ja, okay. Team Plasma wurde besiegt. Sehr schön. So. Ah, und wir halten hier von den alten Mann das Fahrrad. Endlich. Juhu. Hey, Ju. Oh, Bell. Professor Escher meinte, in Rayono City gäbe es unheimlich viel zu sehen. Den Vergnügungspark, das Sportstadion, die Sporthalle und die Kampfmetro. Ich gehe mir jetzt erstmal ein Musical ansehen. Also bis später.
Jo, bis später. Nein. Was? Sieger habe ich eingefarmt, aber auch Niederlagen kassiert. In der Weichenstation erwartet dich Züge voller Trainer, mit denen du kämpfen kannst. Willkommen in der Kampfmetro. Oh, Kampfmetro. Du bist doch ein Trainer. Nimm dies, ich bestehe darauf. Kampfkamera. Und wie nutze ich die? Wenn du eine Kampfkamera hast, kannst du Kämpfe gegen deine Freunde oder in der Kampfmetro aufzeichnen. So die mysteriöse Unbekannte macht sich jetzt auf und davon. Genau. Sie macht sich auf im Haus der Prüfung. Zur Prüfung? Was zur Prüfung? Sie ist hier lang gegangen. Das Haus der Prüfung. Wie gut bist du wirklich als Trainer? Komm, gehen wir mal hinein. Ah, war Spaß. Will ich gar nicht mal. Gehen aber erstmal heilen. Und ich bin jetzt glücklich, dass ich Fahrrad habe. Gott sei Dank. Gott sei Dank, sag ich dann. So, was ich aber gucken kann, ist, wie stark eigentlich die Arenaleiterin ist. Aber hier steht's nirgendwo. Ey, wo ist denn die Arenaleiterin? Ah, hier. Ich weiß. Steht gar nicht mehr da. Ah, hier, jetzt. Bis Level 27 kann ich meine Pokémon trainieren, tatsächlich. Das ist interessant. Kann ich also. Gut, das stärkste Pokémon ist Level 27. Die zwei schwächeren Pokémon sind Level 25. Ja, gut, ich sag mal. Das ist in Ordnung. Das Level ist. Ich sag mal, ich trainiere aber meine Pokémon bis Level 26. Ich will nicht so stark die Pokémon machen. Das Besondere ist aber bei einem Pokémon, es ist bodenimmunisierend, was auch immer. Es hat keine Schwäche gegen Boden. Sag mal so. Da werde ich auf jeden Fall noch was machen müssen. Auf jeden Fall. Ja. So, aber jetzt erkunden wir erstmal die Stadt. Hier gibt es TMs anscheinend. Frustration, Rückkehr, Donnerwelle, Kyroball, Lichtschild, Bodyguard und Reflektor für 30.000. Ich habe gerade mal 34.000. Werde ich mir irgendwann holen. Es gibt noch eine zweite Stadt, wo man wieder TMs kaufen kann. Die werde ich auch irgendwann kaufen. Ja. Hallo. Kann ich dir helfen? Ja, du kannst mir helfen. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, jetzt geht's weiter. Was kann ich hier machen? Ich kann erstmal hier hingehen und mit jedem reden. Radio City ist der Dreh- und Angelpunkt der Finanzwelt. Und wenn man sich vergnügen will, ist Rayono City die erste Adresse. Im Einhalt tummeln sich ganz verschiedene Menschen und Pokémon und durch den steten Zustrom von beiden wird die Region immer geschäftiger. Okay. Ah, Musical, das ist hin oder her, will ich gar nicht machen. Oh, hier bekommt man vor allem Stärke. Alles klar, gut. Gut zu wissen. Kann ich dann noch gut benutzen. Stärke benutze ich auch. Hier ist es ja nicht verbunden, wie viele Orden man hat. Und derjenige Arena-Leiter sagt hier, ab jetzt kannst du Stärke benutzen oder so.
oder ab den Orden kannst du Stärke benutzen. Ich glaube, das war bis zur vierten Generation so, dass man die TMs erst dann einsetzen konnte, wenn man die Orden hatte. War das so? Das Platin, Diamant und Pearl war das so, glaube ich. Aber dann ab der fünften Generation war das nicht mehr so wichtig. Da konntest du schon Zerschneider beziehungsweise Stärke schon ab der ersten, nicht mal ab dem ersten Orden einsetzen. Ja? Was haben wir denn hier? Stärke tue ich gleich mal lernen. Und zwar schön, dass die Dinger schon geordnet sind. Stärke einsetzen, und zwar will ich das Caradonis beibringen. Hätte ich natürlich auch Perlbark beibringen. Aber Caradonis, ja, komm, falsch gegen Silberpick. Stärke ist relativ auch stark, muss ich sagen. Gut, Stärke hätte ich auch Terrybug beibringen können, weil es eben normal ist und eine Stärke von 80 hat. Aber, nö, brauche ich nicht. So, gibt es hier überhaupt noch was? Ja, von den ganzen Statien. Oh, eine Sanftglocke. Oh mein Gott, ich bin happy. Ich bin happy. Im nächsten Trainingspart wird sich auf jeden Fall hier oder da auf jeden Fall ein Pokémon entwickeln, weil ich endlich die Zampfglocke habe. Endlich. Cool. Also bekommt man in dem Haus Stärke und die Zampfglocke. Cool. Cool, cool. Also, was? Schillernde Pokémon leuchten angeblich in einer anderen Farben auf, wenn sie aus Grasbüscheln oder so hervorspringen. Oder so hervorspringen. Oh, interessant. Chillende Rockheimane, welchen Farbton die wohl haben mögen. Die haben, glaub ich, gelb. Wenn ich mich nicht irre. Ah, hier bekommt man einen Sonnenstein. Sehr schön. Aber Sonnenstein. Welchen Pokémon konnte man mit dem Sonnenstein? Muss ich gleich mal gucken. Warte mal, ich geb gleich mal auf Sonnenstein ein. Sonnenstein. Ja, man muss auf Sonnenstein richtig schreiben. Baumball Lilminip. Ja. Die zwei Pokémon. Alles klar. Baumball und Lilminip. Und ich glaube, das war sogar mein zweiter Sonnenstein. Wenn ich mich recht erinnere. Ich hab doch einen Sonnenstein. Ja, mein zweiter Sonnenstein. Gut, dann werde ich jetzt. Obwohl, nö, komm, wir machen das in dem Training-Part. Ja, komm. Hier hinten? Gibt's hier hinten irgendwie was? Nein! N! Okay. Das Ganze, mit N werde ich im nächsten Part machen. Sprich, wir erkunden noch hier im nächsten Part das Ganze, oder ich mache das Ganze mit N im nächsten Part. Ich werde hier den Part unterbrechen bzw. beenden. Ihr müsst also im nächsten Part tatsächlich einschalten, um zu wissen, was überhaupt geschehen ist. Bzw. was passiert mit N. Wir kämpfen müssen oder auch nicht. Bin mal gespannt. Also wir hatten lange nicht gegen N gekämpft. Oder gesehen, was gesagt. Lange nicht. Naja, auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Part wieder, denn das wird doch zu lange dauern dann. Bis dahin, haut da rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.